Hallo ihr Lieben, bei der Gelegenheit kann ich euch gleich mal wie das neuen Regenoverall zeigen. Der erfüllt wirklich seinen Zweck bei dem Schneewetter, nur an den Füßen haben wir natürlich trotzdem die Schneebommeln. Also mit Filz haben wir jetzt kein Problem mehr, weil das Innenfutter ist seidig und hat echt alles super geklappt. Wir waren also dann den ersten Schneespaziergang machen und der Schnee war auch ziemlich tief für unsere Verhältnisse hier im Rheinland. Aber ihre Bommeln an den Beinen, diese Schneeklumpen, das war nachher so drastisch, dass sie kaum noch laufen konnte. Also ich denke, die kleinen Langhaarhunde, die haben da echt ein Problem. Und ich weiß jetzt nicht, ob man Socken anziehen sollte oder Schuhchen oder irgendwas ins Fell reingeben, um dass das vielleicht nicht so haftet. Die Kleine hat mir nachher so leid getan, ich habe sie dann nach Hause getragen. Also das war schon echt dramatisch. Bin gespannt auf eure Tipps. Bis bald. Tschüss.